Jo Leute, was geht ab? Das ist Ausländer versus Deutsche Teil 10. Oh mein Gott, das hat lange gedauert, bis der 10. Teil kommt. Jetzt ist es soweit. Habt Spaß mit dem Video. Ey, kennt ihr das? Wenn ihr Bock auf Süßigkeiten habt und dann passiert sowas. Der Vergleich Deutsche versus Ausländer. So, 2 Seiten am Tag lesen reicht. Jetzt an den Naschi-Schrank und Kekse essen. Das wäre doch toll. Und los. Raffaello? Nein. Leibniz? Nein. Buttercookies? Ja. Oh, eine frische Tüte. Ich hab richtig Bock auf was Süßes, Kekse, Eis, irgendwas wäre richtig heftig. Ich guck mal, ob ich irgendwas noch hab. Oh ja, Mann, Digga. Buttercookies, beste. Was ist das denn am Leroy? Warum ist da nichts drin, Digga? Da steht Buttercookies. Ey, das ist unglaublich, wie Ausländer sich vorbereiten, wenn sie zum Flughafen möchten und wie der Deutsche das macht. Los, Ollum, steh auf! Ich muss zum Flughafen. Los, Ollum, schnell, steh auf! Los, heide, heide, Flugzeug, er fliegt sonst weg ohne mich. Ja, okay, ich komm gleich. Ollum, steh auf, Mann! Ja, okay, Baba, ich komm. Wir fahren los zum Flughafen, komm. Baba, es ist jetzt 10 Uhr morgens. Wann kommt eigentlich das Flugzeug? Um 16 Uhr, Ollum. Warum sind wir so früh hier? Ollum, vielleicht Stau, vielleicht Auto kaputt, Motor oder Reifen, du weißt nie. Oh, Baba, ja. Das ist aber ein großer Anteil an Magnesium im Wasser. Vater, wir müssen los. Wir müssen einchecken. Sebastian, das habe ich schon im Voraus gemacht. Mit dem Smartphone 72 Stunden vorher. Da müssen wir nicht zum Flughafen rumlungern und teuer Kaffee trinken, Sebastian. Geld ist eh nicht da. Alles mit dem Smartphone? Klar, alles mit dem Smartphone. Die Geräte, die können doch heutzutage alles, nur Kaffee kochen können die nicht. Witzig. Aber was denn? Hä? Das ist aber auch eine Missgeburt ist es. Der verarscht mich doch den ganzen Tag. Mann, da. Ey, ihr kennt das. Ihr habt Sonnenbrand und ihr denkt euch, ey, ich brauche jetzt eine schnelle Lösung. Was Ausländer dagegen tun und was Deutsche dagegen tun. Mann, überall Sonnenbrand. Ganzer Arm, Rücken, Schultern. Oh, was soll ich machen, Mann? Ich kann gar nicht schlafen. Baba! Haben wir irgendwas gegen Sonnenbrand? Warte mal, Bischey. Ollum, das hier. Baba, das ist Joghurt. Ollum, ich weiß, das ist gut, vertrau mir. Ich brauche was gegen Sonnenbrand, nicht Joghurt essen. Ollum, machst du Joghurt auf Arm, du wirst ganz schnell gesund. Türkische Mentalität, türkisch. Apotheke ist hier Teil. Gut. Ja, Tam, Baba, gib. Ich mach auf. Gib. Papa! Wolfgang! Komm mal bitte her! Was ist denn los, Sebastian? Oh, mein ganzer Hintern tut weh. Autsch! Autsch! Ja, und jetzt tut dir dein Arsch weh, weil dein Freund wieder da war, ne? Hier schön. Nein, Vater! Ich habe Sonnenbrand. Hast du eine Creme da? Ja, ich habe da so eine After-Sun. Eine After-Sun-Creme. Ist gut. Gib's mir doch bitte. Gib's mir bitte. Ja, Sebastian, aber wenn du die benutzt, die war teuer. Ja, Papa, verrechne das mit meinem Taschengeld. Ist gar kein Problem. Das ist einfach nur fair. Ey, kennt ihr das? Ihr seid auf der Arbeit und müsst richtig kacken. Wie der Ausländer das macht und wie der Deutsche das macht. Ich schwöre euch, das sind 2 verschiedene Welten. Oh, Bruder, Beste. Scheißen auf Arbeit, dabei Geld verdienen. Und am Handy chillen, Bruder.
Bisschen Instagram, bisschen Facebook. Bruder, ich bin jetzt schon 10 Minuten auf Klo. Scheiß drauf, 20 Minuten ist noch drinne. Jetzt einfach nach dem Scheißen nochmal so chillen. Einfach so. Oh, ich bin wieder so sauer. Ich muss scheißen während der Arbeitszeit und das ist alles Geld. Oh, warum habe ich denn abends wieder was gegessen? Jetzt habe ich den Salat und muss während der Arbeitszeit scheißen. Oh Mann, ich bin ja sauer, bin ich gerade. Oh, eigentlich muss ich noch länger kacken, aber das kann ich nicht verantworten. Ich kacke einfach zu Hause weiter. Dann habe ich halt den Kackbolzen am Arsch noch hängen. Ist nicht so schlimm. Ja, Leute, das war's mit Ausländer vs. Deutsche Teil 10. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Video gehabt. Wenn ihr mehr so eine Videos sehen möchtet, schreibt einfach in die Kommentare Hashtag Ausländer vs. Deutsche 11 und dann kommt das Video bam, hinterhergeschossen. Aber diesmal wird sich keine Zeit gelassen. Ne? Danke für euren Support. Checkt die Beschreibung ab. Instagram, Facebook, Instagram könnt ihr mir gerne folgen. Wer abonnieren will, kann gerne abonnieren. Ist umsonst. Wenn nicht, dann nicht. Ciao, meine Ziki. Deutschland, Gott.